Ja, herzlich willkommen dann zu eurer vierten Station am heutigen Tage hier in der Leichtathletikhalle. Drei Disziplinen habt ihr zu absolvieren: Hochsprung, Kugelstoßen und den 100-Meter-Lauf. Damit das jetzt gleich reibungslos läuft, werden wir euch nochmal in drei Gruppen einteilen. Wir fangen in etwa 5 Minuten an. Halbzeit beim Eignungstest. Judith, Christina und Jan haben 3 von 6 Sportarten überstanden. 300 Bewerber sind bereits ausgeschieden. Geht's in den Startblock, bei fertig kommt ihr hinten hoch und wenn ich klatsche, dann geht's los. Sollte jemand einen Fehlstart machen, dann schieße ich euch zurück. Ja, also ich klatsche dann mehrmals hintereinander und nur ein Fehlstart pro Lauf, beim zweiten folgt die Disqualifikation. Einen. Ich darf am Start nicht so viel verschenken, das ist nicht so meine Stärke und allgemein die kurze Distanz liegt mir eigentlich nicht so, aber 13,4, ne? Alles andere zählt nicht. Ob 12-0, 13-4, Punktlandung. Schauen wir mal. Ich hoffe es. Schon im Training blieb Jan unter 13,4 Sekunden. Christina darf sich für die Strecke gut 1 Sekunde mehr Zeit nehmen. Ich glaube, wir haben das alle gepackt, oder? Ich glaube, wir waren echt ziemlich fix. 13,4. Ich glaube schon. Du bist nochmal richtig abgezogen, ne? Naja. Na, er war das ja hier, das unser erster. Er ist 0. Bestimmt eine gute 12 gelaufen. 13,0. Und wir sind so um die 13 rum, denke ich. Wir auch noch eine 12er Zeit, ich weiß es nicht. 15, 2, 15, 3. Ich kann es halt nicht einschätzen, weil. Wenn man ganz vorne ist, dann weiß man es halt nicht. Aber so beim Tag braucht man schon ganz schön Kondition und Durchhaltevermögen. Ja, auf jeden Fall. Das ist jetzt auch schon fast am Schluss und da ist man dann schon ein bisschen fertig. Florian Ehrensmüller 12,9, Erik Donner 13,0. Ja! Johannes Eisentraut 12,2, Christina Nöcker 14,8. Margot Zatterlochen 15,8, Matthias Fischer 12,3, Katharina von der Linde 15,5, Jan Erdmann 13,0, Heiko Eberhardt 13,1. Um die 13 rum, oder? War nicht schlecht geschätzt, oder? 13,0. Das reicht gerade so, ne? Weil auf der kurzen Distanz sind das ja nur ein paar Zehntel, die da entscheiden, über schaffen oder nicht schaffen, ne? Ärgerlich wäre eine 13,5 gewesen, sage ich mal. Aber 13,0, dafür, dass das auch nicht meine beste Disziplin ist, also völlig in Ordnung. Geschafft, jetzt noch Badminton. Da dürfte ich mir sozusagen noch einen Ausrutscher erlauben, aber das, ja. Ich glaube, wir sind, ich weiß gar nicht, ob es einer nicht geschafft hat. Keine Ahnung. Dann hätten wir Leichtathletik abgehakt. Ab zum Badminton, würde ich sagen. Judith Edscheid könnte beim 100-Meter-Sprint noch auf der Strecke bleiben. Für die 21-Jährige ist Laufen ein No-Go. Anja Eckhoff hingegen startet gelassen ins Rennen. Die Turnerin ist antrittsschnell. Ich teile euch jetzt in Läufe ein. Ihr merkt euch bitte, in welchem Lauf ihr seid, auf welcher Bahn ihr dann nachher lauft. Das ist egal. So, der erste Lauf. Helena Dunkel, Judith Edscheid, Anja Eckhoff. Ja. Und die Ann-Kathrin Filler. Gut. Noch kurz vor dem Start hat Judith Probleme mit der Konzentration. Mitstreiterin Christina denkt schon an die nächste Zitterpartie, Badminton. Dann ist das ja auch hier vorbei, aber jetzt beim Badminton denke ich die ganze Zeit, wo will ich dann da noch durchfallen? Ey, da musst du dich dann durchstrecken. Also wirklich immer in Bewegung sein und so. Um ein Spiel erstmal locker anfangen, damit du nicht so aus der Puste bist, weil der lässt ziemlich lange spielen. Du bist jetzt 10 Minuten. Oh. Und dass du nachher kaputt bist und dann danach immer gut bewegen. Kurzspiel, mal lang spielen. Ja, und das ist ja mein Problem, ist ja nicht so dieses Agieren und so, sondern halt dieses mit dem Packen. Ne? Ich habe das ja falsch gemacht. Habe ich das gesagt? Ja, hast du erzählt, genau, dass du halt so einen halben Wagen hast. Genau, das macht dann echt so viel aus, ja, wenn man die ganze Zeit daran denkt. Aber
Ich glaube, ich mache es echt so, dass ich manchmal, wenn ich merke, es geht nicht anders, dann packe ich den halt so und dann packe ich schnell wieder um oder so. Mhm. Aber muss echt aufpassen, weil die sehen ziemlich viel. Die sehen das, ne? So, der erste Lauf. Falsche Technik. Auf die Plätze. Kostet im Sprint wertvolle Zeit. Anders als beim Kugelstoßen und Hochsprung gibt es auf 100 Meter nur einen, nicht drei Versuche. Fertig. Das Tempo muss im ersten Anlauf stimmen. Die Frauen müssen unter 15,5 Sekunden bleiben. So, kommt bitte jetzt zusammen, dann muss ich es nicht dreimal vorlesen. So, Judith Edscheid 16,8, Anja Eckhoff 14,4, Carina Escher 15,4, Josephine Dunger 15,2 und Sarah-Jane Fabry 13,9. Judith verfehlt das Ziel um 1,3 Sekunden. Für Anja reicht es mit 1,1 Sekunden Vorsprung. So oder so keine Meisterleistung. Die Zeiten sind schon anspruchsvoll, ja, so aus Leistungssport. Muss man ganz ehrlich sagen. Müsste man schaffen, wenn man ein bisschen begabt ist. Ja, und vor allem, man weiß ja vorher, was man leisten muss. Und wenn wir dann heute auch schon jemanden hatten, der 4 Sekunden über der Zeit ist, dann frage ich mich, warum ich dann überhaupt erst hierher komme. Weil dann ist es kein Ausrutscher, als wenn man mal, weiß ich nicht, 2/3 Zehntel drüber ist oder auch 1/2 Sekunde, das kann schon mal passieren, aber bei 3 oder 4 Sekunden. Aber es ist halt ein scheiß Gefühl, jetzt zu wissen, dass man sich, wenn man sich den nächsten erlaubt, dass man dann rausfliegt. Das ist schon frustrierend, damit muss man jetzt irgendwie verdrängen, aber es ist halt hart. Das motiviert doch aber auch. Wenn man vorher, ist doch alles gut gelaufen, das kann ich auch. Ja, aber nachher kommt meine Wackeldisziplin, wo ich eigentlich das eine für aufsparen wollte. Und, also Badminton kommt jetzt noch und da war ich mir eh nicht so sicher. Und jetzt ist da halt ein Riesendruck hinter irgendwo. Und mal gucken, jetzt erstmal drüber nachdenken und dann ist vergessen, denke ich mal. Während Judith mit ihrem Schicksal hadert, sucht Anja bei einer Freundin Zerstreuung. Doch nicht jeder Zuspruch wirkt beruhigend. Herzlichen Glückwunsch! Es sind nicht so viele rausgeflogen, wie die hier gedacht haben. Und kein Defizit haben Johannes Fischer, Alexander Fabricius, Michel Frauen, Janosch Emons, Leo, Anja Eckhoff, Stefanie Fibanowski, Florian Ehrenmüller, Jan Erdmann, Fabian Donsbach. Ein Defizit haben, machen aber jetzt natürlich weiter. Nicolas Dürr, Christoph Fritsche, Malte Ernst, David Diller, Helena Dunkel, Carina Escher, Johanna Fischer, Ines Engstfeld, Judith Edscheid und Sven Fischer. So, Judith, wer kriegt die Nachricht? Freund. Was steht drin? Unheimlich geschafft habe. Wir sammeln jetzt die Daumen drücken. Badminton? Ja. Dann viel Glück, viel Erfolg. Semifinale bei der Aufnahmeprüfung. Nur noch 2 Disziplinen trennen die Athleten von einer Studienqualifikation. Anja, Christina und Judith dürfen sich keinen Fehler mehr erlauben. Nur Jan bliebe bei einem Ausrutscher im Wettbewerb. Seine Fußballkollegin arbeitet noch an ihrer Schlagfertigkeit. Ja, so, ne? Und das geht ja nicht, da fällt man sofort durch. Deswegen muss ich mich jetzt umgewöhnen. Deswegen klappt es ja nicht. Das ist eben der Scheiß. Achtung! Ja, toll. Es gibt vor allen Dingen oft Mädels, die sich das irgendwie leichter vorstellen, als es dann ist. Und die beiden, die gleich kommen, sind schon rigoros. Die lassen auch Leute durchfallen, die Sportart gar nicht beherrschen. Ey, das geht immer nicht so. So, halt immer darauf achten, dass du dich bewegst. Das heißt, aus dem Zentrum raus, vorne nach hinten zur Seite und dann wieder zurück in die Mitte. Okay. Sonst schaffst du es, wenn du hinten stehst und einfach nur wartest, schaffst du es nicht mehr nach vorne. Darum viel, viel, viel mehr bewegen. Ja. Ja? Ja. Ist nicht lange der Test, aber wenigstens über die Zeit richtig ordentlich bewegen. Okay? Ja. Rest ist eigentlich, Technik ist ganz in Ordnung. Jetzt müsste aber eh da vorne hin. Wessen Spielkunst fürs Studium ausreicht, liegt im Ermessen des Dozenten. Dessen Laune war schon mal besser als an diesem Prüfungsnachmittag. Einige Informationen zur Eignungsfeststellung Badminton. Wir werden Sie gleich aufrufen, paarweise. Sie kriegen ein Feld zugewiesen.
Sie haben schon die Feldnummerierung von 2 bis 7 gesehen. Dann dürfen Sie sich in aller Ruhe einspielen. Und wenn wir das Zeichen geben, dann wird's ernst, dann sollen Sie ein Badminton-Wettspiel demonstrieren. Heißt, Sie sollen Ihren Gegner besiegen. Sie sollen also mit den Mitteln, die Sie derzeitig haben, versuchen, Ihren Gegner auszuspielen. Sie sollen die Zählweise anwenden. Ja, kleines Kriegsspiel, Badminton. Haben Sie Fragen? Ja. Angabe war am vorderen Linie oder auch hinteren? Vordere, oder? Kürzere? Also nicht die hintere? Eine peinliche Frage, ja, ich die ich hiermit überhöre. Denn Sie haben sich ja vorbereitet auf die Prüfung und Sie wissen ja, welche Linien überhaupt nicht zum Einzelfeld gehören, ne? Wissen Sie ja. Klar. Noch eine Frage da hinten? Nein? Dann rufe ich auf. Wir fangen mit den Herren an. Auf Feld 2. Johannes Fischer gegen Alexander Fabricius. Jan Erdmann gegen Niklas Dürr. Jan, auf welchem Feld? 6. Gut, prima. Oh, gute Leistung. Feld 6. Wer ist nicht aufgerufen? Prima. Jetzt geht's los. 0 beide. Bitte zählen. Die Dozenten entscheiden, wer Badminton beherrscht und wer nur Federball spielt. Dazu reicht nicht mehr als ein Blick. Hier Feld 4 sehe ich keine Probleme. Hier Feld 5 vorne. Feld 5 vorne sowieso nicht. Kriterien sind erfüllt. Einsatzbereitschaft ist da. Er variiert die Schläge. Er versucht mit Dynamik auch den Gegner auszuspielen. Er versucht es aber auch durchlaufen lassen. Also all diese Kriterien werden erfüllt. Und somit können wir da locker sagen, er kann das Sportstudium von uns aus beginnen. Aber hier Feld 6 und beide Dreier eigentlich. Sehr schwach. 3 hinten noch schwächer als 3 vorne. Woher machen Sie das fest? Zum Beispiel, dass sie den Ball nicht voll trifft, aufgrund ihrer Schlägerhaltung offensichtlich. Und damit kommt keine Dynamik ins Spiel. Das heißt, sie bleibt also frontal stehen und kann keine Beschleunigung so erzielen, dass sie andere unter Druck setzen kann. Oder wenn sie eigentlich einen Punktgewinn erzielen müsste, wird der Ball nochmal hochgespielt. Also kein Gegeneinander, sondern absolutes Miteinander. Das Niveau wird von Jahr zu Jahr schlechter, aber wir können es nicht ändern. Gucken Sie sich die Nummer 3 an und dann vergleichen Sie mal Volksgarten oder Timmendorfer Strand oder was auch immer, werden Sie keine großen Unterschiede sehen. So, meine Damen und Herren, wir geben bekannt. Wir haben 3 Damen ein Defizit gegeben. Die Herren sind durch. Ja, come on! Ein Defizit für folgende Damen: Anja Eickhoff, Stefanie Fabianowski und Christina Nöcker. Alle anderen viel Erfolg noch beim Laufen. Nee, nicht geschafft. Angelina auch nicht. Ist auch rausgeschmissen. Skandalös. Ja, beide raus. Oh Mann. Es wäre aber schöner gewesen, wenn Batman dann am Anfang gewesen wäre, wenn ich das dann ganz am Anfang des Tages erfahren hätte und dann nicht den ganzen Tag noch durchgemacht hätte. Obwohl sowas auch ganz interessant ist. Vielleicht noch ein bisschen groggy? Ein bisschen groggy jetzt? Bisschen ja, kaputt. Ich werde mich auch nachher ins Auto setzen und schlafen. Das reicht dann. Das hängt meines Erachtens ja damit zusammen, dass hier einfach zu große Überkapazitäten sind, dass man gar nicht alle Studenten haben unterbringen kann oder will. Was auch wieder ein Armutszeugnis ist für die Interessenten,
die hier wirklich sich sehr eingesetzt haben. Was meine ich, die Christina für ein Bundesland, für ein für Deutschland insgesamt, wo man ja nur als Hochlohnland mit höchstem Bildungsstand bestehen kann, dass man da viel zu früh schon aussiebt. Nicht? Und die Kinder müssen ja im Laufe des Studiums, oder Jugendliche in dem Fall, ja auch noch etwas dazulernen können. Es ist halt schade und man kann nichts machen. Ich meine, wenn das so sieht, dann sieht das so. Da kann ich jetzt auch nicht mehr groß was dran machen, dann akzeptiere ich es oder muss ich es akzeptieren und ja. Es tut mir sehr leid für euch. Nächstes Mal einfach wieder probieren. Ihr wisst ja jetzt, wo eure Schwachstellen sind. Und ich lese sie jetzt mal schnell vor. Katrin Ebert, Luisa Friedrich, Moritz Martin, Felix Mahnert, Johann Malmedy, Christina Nöcker, Anja Eckhoff. Eine tapfer ertragene Niederlage ist auch ein Sieg. Noch wissen Anja und Christina jedoch nicht, ob ein Comeback an der Sporthochschule für sie in Frage kommt. Lampenfieber auch beim Muskelmann. Von Schwunggrätsche und Dorsalflexion hat er noch nie gehört. Dann darf ich den Yildirim bitten. Zunächst darf der Kölner abtauchen. Das entspricht seiner maritimen Begabung. Technik ist hier egal, aber man hat hier schon die Möglichkeit, auf die Bewegungsdemonstration Rückschlüsse zu ziehen. Es sollte erkennbares Tauchen sein, also ausreichend tief unter Wasser. Wunderbar. Das haben Sie alle geschafft. Wir wählen das auch als erste Abnahme, als dass hier eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie das hinbekommen. Nun wollen wir von Ihnen zwei Bewegungsdemonstrationen sehen. Sie sollen zeigen, dass Sie alternierend schwimmen können, also abwechselnde Aktivitäten im Bereich der Bein- und der Armarbeit. Und Sie sollen zeigen, dass Sie in der Lage sind, synchron zu arbeiten. Viel Erfolg! Sehr ausreichend, freut uns. Yildirim. Die Atmung soll zur Seite geschehen, der Kopf soll ruhig im Wasser liegen. Es gibt keine Schwängelbewegung, das sehen wir bei ihm leider nicht. Deshalb müssen wir ihm eine Feedback-Chance geben. Yildirim, ganz kurz. Hallo, kommen Sie kurz ran. Es werden gleich nochmal Ihre möglicherweise kommenden Kommilitonen Ihnen ein paar Hilfsstellungen geben und Ihnen ein paar Tipps geben. Das reicht noch nicht. Sie schlängeln durch das Wasser, Sie atmen nicht ruhig zur Seite, der Kopf wird auch frontal gehoben. Das heißt, es reicht noch nicht. Jetzt erstmal das Brustschwimmen. Er hat leider keine Symmetrie, speziell im Rahmen der Beinaktivitäten, der sogenannten Schwunggrätsche. Dort fehlt ihm links die ausreichende Dorsalflexion, sodass wir ihm da auch noch eine Möglichkeit geben, aber das sieht nicht so gut aus. Achten Sie bitte drauf. Also, sowohl beim Wechselzug als auch beim Gleichzug nochmal Hinweise. Asymmetrie, vor allen Dingen keine Dorsalflexion links. Wobei Yildirim sonst rohe Kräfte walten, ist nun Filigranschwimmen gefragt. Die Symmetrie der Gliedmaßen erfordert Fußspitzengefühl und scheint eine Wissenschaft für sich. Spitzen nach oben zeigen, die Beine anziehen und dann nach außen, wenn ich die strecke, die Füße ausstrecken. Also dann wieder Fußspitzen nach oben, anziehen und strecken. Ich versuch's jetzt noch einmal, wenn nicht, ab nach Hause, dann gehe ich ins Freibad. Ein bisschen bräunen. Das hat er schon ein bisschen verbessert. Der Kopf liegt eigentlich ganz ruhig im Wasser. Nichtsdestotrotz hat er in der kurzen Zeit sehr viel daran arbeiten können, sodass wir auf seine motorische Lernfähigkeit setzen können. Das war gut, Yildirim. Das ist ausreichend. Jetzt versuchen Sie noch symmetrisch zu arbeiten und im Rechts-Links-Vergleich identisch zu sein. Das gelingt ihm leider weniger gut. Also auch seine Funktion, also sprich der Vortrieb, sehr, sehr gering, sodass wir hier leider die motorischen Voraussetzungen nicht als gegeben sehen können. Da kann man kein Auge zudrücken.
Nee, da kann man leider kein Auge zudrücken, weil es eine ganz essentielle Anforderung ist an die Motorik. Darauf muss er sich vorbereiten oder er muss es so schnell umsetzen können, wie wir es eben angesprochen haben. Gut. Das war's dann für mich. Okay, alles Gute. Gott Robert. Hält's ab ins Freibad. Gut gepackt. Egal. Wir sehen uns. Aus nach 7 Disziplinen. Hildirim nimmt's sportlich. Schon bei einer der nächsten Eignungsprüfungen will er sein Talent erneut unter Beweis stellen. Seid ihr so fertig, dass ihr nicht mehr stehen könnt? Nach 9 Stunden Sport im Akkord hängen auch die Finalisten in den Seilen. Ob sich ihre Blessuren gelohnt haben, wird sich erst im bevorstehenden Abschlusslauf zeigen. Der Ausdauertest muss als einzige Disziplin bestanden werden. Wer das Rennen nicht schafft, ist für das Studium ungeeignet. Egal, ob er bislang fehlerfrei war oder bereits ein Defizit hatte. Alle nach unten bitte in die Halle zur Laufeinteilung. Also geht jetzt ganz schnell. Ein lautes und energisches Ja bei den Namen. Ines Engstfeld. Ja. Helena Dunkel. Helena Dunkel. Judith Edscheid. Ja. Stefanie Fibanowski. Ja. Jan Erdmann. Jan Erdmann. Ja, hier bin ich, Entschuldigung. Jan ist da. Malte Ernst. Ja. Erik Donner. Ja. Ann-Kathrin Filler. Ja. Andreas Fischer. Ja. Johannes Fischer. Ja. Matthias Sebastian Fischer. Ja. Johanna Fischer. Ja. Fabian Lotzbach. Ja. Nikolaus Dürr. Ja. David Filler. Komm mal hier bitte sammeln. Ihr lauft hier geradeaus die Strecke, bis der Wald anfängt. Da vorne müsst ihr dann links einbiegen, bis die Straßenbahnhaltestelle anfängt. Links wieder zurück quasi auf der Gegengerade und dann wieder auf diesem Stück hier lang, dass ihr wieder hier ankommt. Richtig, im Viereck laufen. Die Damen müssen das zweimal machen, die Herren müssen es dreimal machen. Die Damen haben 11 Minuten 30 Zeit, die Herren 13 Minuten. Ihr dürft keine Abkürzung machen, das versteht sich von selbst. Das Kommando wird lauten. Auf die Plätze. Los. Das Kommando gilt. Auf die Plätze. Los. Schon auf der ersten Runde setzt sich Jan mit 3 Läufern ab. Nur ein Sportler geht das Rennen noch schneller an. Judith verliert bereits in der ersten Runde den Anschluss ans weibliche Hauptfeld. Trotzdem ist sie noch in der Zeit. 26! Ich glaube, wir haben immer eine Sekunde Differenz. Nein, ein Hundertstel. 4,35! Bis kurz vor dem Start hatten die Organisatoren überlegt, den Lauf wegen der Hitze zu streichen. 30 Grad erscheinen den Verantwortlichen dann doch zumutbar. Bitte weitergehen, bitte weitergehen. Zumindest gehen, dann ist es gut. Nein. Wenn man auch nicht mehr kann, aber gehen. Weitergehen, gehen. Wollen Sie weiterlaufen? Okay, erreicht mich mit dem Kreis. Nur gehen. Ich dumm. Das ist wichtig. Nein, nein, da. Du musst schon gehen. Ich komm ja. Muss gehen. Der Kreis muss langsam wieder runter. Das ist der Eisfahrer mal. Ja. Immer schon gehen. Erstmal gehen. Müssen Sie weiter laufen? Ja, muss. Er schafft die Zeit nicht mehr. Nicht. Also. Wie viele Runden müssen wir laufen? 3 Runden. 3 Runden, die sind 3000, ne? Ja. Hol mir bitte was. Ganz schön langsam gehen. Wie ist es mit dem Trinken? Ja, will Wasser haben. Ich kann nicht mehr stehen. In Schatten, das ist so warm. Da unten in Schatten ist Wasser in der Toilette. Auch bei Judith schwinden die Kräfte. Die 21-Jährige fällt weiter zurück und quält sich auf den letzten 500 Metern Mutterseelen allein. Andere Bewerberinnen sind bereits im Ziel oder zumindest kurz davor. Lady!
Applaus da vorne. Da vorne. Nach 10 Stunden und 19 Disziplinen setzt Judith zum Schlusssport an. Sie hat ihre Kräfte gut eingeteilt und bleibt 1 Minute 24 unter dem Zeitlimit. Komm weiter! 10 Minuten, das hast du locker! Und zu dem Herren in den Heldlauf! Yeah! 10,6! Judith Etscheid. Judith Etscheid. Sehr stilsicher, Judith. Auch Jan läuft seine letzte Runde. Inzwischen hat sich der Hamburger aus der Verfolgergruppe gelöst und rennt auf Platz 2. Alles Zittern vorbei. Zittern der letzten Monate. Die schlechte Laune, die Frustration. Alles weg. Ja, ist cool. Ist doch super gelaufen. Ja, doch. War zwar eine Höllenqual, aber es war der Hammer. Da draußen ist die Sonne brennt nur. Man kriegt kaum Luft, weil es so trocken ist. Ist schon krass. Aber egal. Ist egal. Super geil. Komm, hilfst du mal mit hoch, Anna? Ja. Komm. Komm. Ich kann nicht mehr, Mann. Komm, trink mal bitte. Schneller. Nee, langsam trinken. Nicht zu viel auf einmal. Das bringt nichts. Schluckweise okay. Nicht hinsetzen. Hm. Ich kann nicht mehr, ich muss hinsetzen. Der wird sich erholen, wenn er jetzt was trinkt. Dann geht er normal, müsste man ihn eigentlich hinlegen, wenn der Kreislauf ein bisschen zurückgegangen ist. Und dann ein bisschen die Beine noch hochlegen. Braucht ihr medizinische Hilfe? Nein. Ja, schau da. Guten Abend. Ja, hier, komm, Krankenschwester, Beine hoch. Ne? Was ist denn? Ist das zusammengeklappt. Jetzt schafft er die 3000. Jetzt haben wir die richtige fachmännische Prüfung. Ja, pumpt aber wieder. Nicht zu schnell. Aufgepumpt ist er. Und heiß? Fühlt sich ganz kalt, kalt an. Ne? Ja, fühlt, ja. Hat einer so ein bisschen so was Isotonisches dabei? Ja, ich glaube, hier ist Magnesium drin. Nee, nicht ja, jetzt so ein bisschen also mit Zucker. Apfelsaft. So Apfelsaft, ja. Ich habe etwas Cola noch mit. Ja, wäre auch mal ganz gut. Sachen. Ja, macht nichts. Mal ein bisschen. Bleib einfach liegen. Aber nichts light mit echtem Zucker. Ja, bitte. Ja. Da ruft mal einer 112 an. Da kommt ja nichts. Nein. Sag bitte hinten, dass hier einer umgefallen ist. Mit 2 Minuten 13 Vorsprung kommt Jan erschöpft, aber dennoch souverän ins Ziel. Er schaffte den Eignungstest ohne einen einzigen Fehler. Komm weiter, 10:47 und zu den Mann am Baum. Ich seit heute Morgen noch nicht im Gesicht. Was? Ja, Jan Erdmann. Erdmann, Jan. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's geschafft. Ja! Ja, 10:06. Ja! 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 Aber anstrengend, vor allem die Partien in den Sonnenbereichen, die gehen gar nicht. Wie war die Zeit denn jetzt? Ganz okay? Scheiße, ich bin das letzte Mal das ist ja nicht mal 3000, das ist ja Straße. Wenn, dann muss man Bahn laufen, um einen Vergleich zu haben, sag ich mal, ne? Keine Ahnung, ich bin vor x Jahren das letzte Mal 3000 gelaufen. Laufen das für ein Training oder so. Schöne Jungs, oh. Alter. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Ja, alles Gute. Während Judith und Jan schon wieder bei Atem sind, trudeln immer noch männliche Nachzügler ein. Viele von ihnen schaffen das Finish kaum noch aus eigener Kraft. Der gemeinsame Leidensweg weckt bei Siegertypen den Sportsgeist. Ich will nur mal hoffen, dass hier noch die anderen Leute das auch noch schaffen. So ein paar Jungs hat man ja doch ein bisschen besser jetzt kennengelernt hier so seit gestern. Und ich hoffe, dass sie das auch noch schaffen. Daumen drücken, ne? So sehen Sieger aus. Schalalala. So sehen Sieger aus.
502 Sportler sind durch die Prüfung gefallen. Damit hielt nur einer von vier Bewerbern den Strapazen bis zum Ende stand. Allerdings dürfen alle gescheiterten Kandidaten wieder antreten. Der Test darf beliebig oft wiederholt werden. Sonst woanders vielleicht, mal gucken. Schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich erstmal den Nachweis. Ich habe es einfach mal mitgemacht, so jetzt muss man halt gucken. Ich glaube nicht, dass ich das in Hamburg studieren würde. Also nicht an unserer Hamburger Uni, auf gar keinen Fall. Wenn man das mal vergleicht mit Köln hier, ist das ein Witz bei uns. Aber es ist halt so, ne? Das ist somit das Beste hier. Und abwarten, mehr kann man nicht machen. Wäre schön, wenn es klappen würde, aber 2,9 ist halt nicht der beste Schnitt. Wenn man sich in der Schule noch ein bisschen mehr anstrengen müssen dann. Man muss nur strahlen sein, da weißt du, dass du glücklich bist. Und das war vorher anders, ja? Ja. Sie ganz anderes Gesicht im Frühjahr. Was noch mal studiert hat? Tourismus. Das hat keinen Spaß gemacht. Nicht so, ne? Das längste Gesicht war das Gesicht, als er dann am Wochenende irgendwann gesagt hat, du, oder liebe Eltern, ich möchte aufhören zu studieren, weil das war für sie eine Überwindung. Ich komme nach Hause. Eine Woche später war sie zu Hause. Mit Sack und Pack und allem drum und dran. Ist wieder zu Hause eingezogen. Hast du auch erstmal geschluckt? Nein, es hat sich ein bisschen angedeutet. Also, dass sie nicht glücklich war, hat sich angedeutet, aber... Aber jetzt? Das Strahlen ist mir lieber. Das Strahlen ist in Ordnung. Also, Süße, komm, auf geht's. Tschüss. Jetzt fahren wir nach Hause feiern. Trotz bestandener Aufnahmeprüfung werden Jan und Judith nicht für das Wintersemester zugelassen. Ihr Abiturdurchschnitt ist jeweils 0,5 Punkte zu schlecht. Mit 2 bis 3 Wartesemestern haben allerdings beide gute Chancen, doch noch an der Kölner Uni aufgenommen zu werden. Am sportlichen Ehrgeiz mangelt es den Athleten jedenfalls nicht.